Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Achso, das ist der, mein Gott. Ja, da habe ich jetzt irgendwie abgelenkt. In der letzten Folge haben wir Big Johns Schrottplatz abgeschlossen, wo wir ein bisschen randaliert haben mit ein paar Supermutanten. Und ja, auf den ersten Blick sieht man jetzt hier keine Änderung, aber es gibt eine massive Änderung, was mein Charakter angeht. Und zwar, ich habe mal so nachgeguckt, wie man am besten so an Erfahrungspunkte kommt. Und ich weiß nicht, vor ein paar Monaten oder so, nee, nicht Monaten, Wochen, habe ich dann zum ersten Mal irgendwie so einen Trick herausgefunden bei Google. Und zwar soll man da in irgendeine Siedlung alles voll mit Statuen bauen. Also man nimmt sich hier irgendwie, weiß nicht, habe ich glaube ich auch, ne? Irgendwie so Statuen soll man hier aufbauen, bis die gesamte Siedlung voll ist. Und ja, scheiß auf. Und dadurch soll dann jedes Mal, wenn man ja was baut, Erfahrungspunkte generiert werden. Und dann sollte man irgendwie in Verbindung mit so einem Aluminium-Glitch machen. Da muss man irgendwie beim Laden irgendwie Aluminium kaufen und da muss man den irgendwie in die Werkbank reinpacken und den. Ich weiß das nicht genau, deswegen wollte ich ja nochmal nachgucken wegen diesem Glitch. Aber als ich dann nach diesem Glitch mal nachgeschaut habe, ist mir ein anderer Glitch aufgefallen und das ist absolut krank. Ich habe einen anderen Glitch gefunden, mit dem man gut sich Erfahrungspunkte glitchen kann und das ist so gestört, wie schnell das geht. Und zwar wurde der gefunden, lass mich mal kurz die Notizen sehen, ich habe mir das aufgeschrieben. Ich will ja nicht sagen, dass ich den erfunden habe und so was alles, ne, 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 ne. Und zwar wurde der gefunden von einem Typen namens Timmann. Und ja, der hat aber, glaube ich, kein Video gemacht und hat das irgendwo in irgendeinem Forum gepostet, glaube ich. Und ein Typ namens Demon Asylum, hat anscheinend ein Video gemacht, aber von dem habe ich mir nicht das Video angeguckt. Ich habe mir von einem Typen namens Too Dynamic das Video angeguckt, aber der hat das irgendwie von diesem Demon Asylum so abgeleitet oder. Der hat ein exakt gleiches Video gemacht, ich weiß nicht genau. Jedenfalls hat er zu denen hingedeutet, also okay, will er ja niemanden falsche Dingens geben. Credit und so. Und ja, was man dafür machen muss, ist. Ach, das ist jetzt blöd, ich habe jetzt meine ganzen Sachen. Ich habe die jetzt wieder alle dabei. Okay, muss ich gleich nochmal laden. Und zwar muss man Folgendes machen: Man nimmt sich irgendeinen Begleiter. Also, nee, als erstes braucht man eine Roboterwerkbank. Dann sucht man sich irgendeinen Begleiter. Ich habe jetzt Dogbot genommen, meinen Automatron gebauten Roboter. Und dann soll man sich einen neuen Automatron erstellen, was ich auch schon gemacht habe. Und am besten, ah, nee, der muss gar nicht hier sein. Und dann muss man seinen Begleiter einfach nur neben der Roboterwerkbank hinstellen. Und zwar. Hey. Weiß ja nicht, ob das Ihnen aufgefallen ist, aber wenn ich ja einmal anspreche, dann tut sich ja so ein Fenster öffnen, handeln, reden und so weiter und so fort. Und ja, wenn ich vier drücke, dann sagt er so, ja, hier kannst ruhig in meinen Dings reingucken und so. Und ja, dann öffnet sich das Handelsfenster. So, was man machen muss, ist handeln drücken, also Viereck, und dann, bevor sich das Handelsfenster öffnet, muss man auf die Roboterwerkbank gehen. Also ich spreche jetzt, ich sage jetzt hier Viereck. Dann sagt er, ja, schau in mein Inventar. Und bevor er mit seinem Satz fertig ist, muss ich dann ganz schnell zur Roboterwerkbank hier wechseln. Und zwar genauso. So, wenn ich das alles richtig gemacht habe, dann wird sich jetzt, wenn ich auf den neuen Automatron gehe, erstmal die Roboterwerkbank und dann das Handelsfenster öffnen. Bams. So, jetzt haben wir jetzt zwei Fenster offen und die werden auch beide gleichzeitig gesteuert. Also wenn ich oben und unten drücke, geht das unten in Kategorie und oben im Inventar gleichzeitig rauf und runter. Und was man dann machen muss, also die Person im Video hat jetzt hier das so gemacht, dass man einen Aggressetron-Kopf herstellt. Und ja, wenn ich jetzt zum Beispiel X drücke und so was alles, dann würde die Munition jetzt hier alles zu Dogbot rüber gehen, aber ich drücke die ganze Zeit rechts, damit kann man auch so ein Ding weiter. Und ja, dann wird eigentlich nichts mehr. Ich habe sowieso alles weggenommen von mir, bevor ich das gemacht habe. Weil sonst würden die ganzen Sachen hier nur durchs Inventar hin und her wandern.
So, was man dann machen muss. Normalerweise muss man, bevor man das macht, alle Sachen in der Werkbank, also Schrott, Materialien und also was, in irgendeinen separaten Behälter einlagern. Und ja, ich tue jetzt einfach mal hier einen Aggressetonkopf herstellen, weil jedes Mal, wenn man Sachen herstellt, ja, man hat so ein Ding, das heißt, irgendwas wird gebaut. Aluminium nimmt ja auch ab. Aber normalerweise wäre da gar keins. Ich dort jetzt so lange machen. Ja, das Inselbegabung. So, man sieht jetzt hier schon, Aluminium und Keramik ist mir ausgegangen, aber ich kann noch weiter bauen. Ich kann keine Materialien haben und trotzdem wie blöd bauen. Genau das machen wir jetzt. Wir bauen. Kann man jetzt die ganze Zeit rechts und X gleichzeitig drücken, dann geht das, glaube ich, noch schneller. Aber ich mache das jetzt nur, um zu zeigen, dass man das auch machen kann, wenn alle Sachen hier weg sind, also Kleber und Schaltkreise und all was. Und ja, wenn man das so macht, dann bekommt man jedes Mal Erfahrungspunkte für jeden einzelnen Ding. So, ich habe jetzt hier gar nichts mehr, aber ich kann trotzdem Aggressetrons Dinger hier bauen. Wenn man so ein Geräusch hört, dann merkt man, dass man was richtig macht. Und ja, jetzt gehen wir mal raus. Zack. Nochmal. Jetzt gucke ich an, wie viele Erfahrungspunkte ich kriege. Kann sogar sein, dass ich jetzt ein Level abbekomme, wenn ich Glück habe. Guckt euch das an! Oh mein Gott! Das habe ich natürlich jetzt schon ein bisschen gemacht. Auf Screen. Und ich bin jetzt sage und schreibe Level 101. So, ich habe jetzt in weniger als einer Minute ein Level abbekommen. Und das ist richtig gestört. Ja, ich habe ein Viertel Level abbekommen in, weiß ich nicht, 30 Sekunden oder so. Das ist sowas von gestört. So, und jetzt möchte ich natürlich meine ganzen Sachen wieder haben. Mein Schrott und sowas alles. Deswegen laden wir jetzt nochmal. Und ja, ich bin Level 100. Hat. Und ich bin mir jetzt auch nicht zu schade dazu benutzen, weil entweder bei mich stört es nämlich echt, dass ich weiß ich nicht 10, 20.000 Mal Lernkurve als Mission in meinem Pip-Boy drin habe. Ja, das ist, weil ich jetzt stört mich halt. Das ist so wie so eine Quest, die nie wieder verschwindet. So, ich habe meinen ganzen Schrottsachen hier alles eingelagert, bevor ich das gemacht habe, und ja. Ist ein richtig geiler Trick. Es erinnert mich irgendwie an Skyrim. Da gab es auch irgendeinen Trick, was irgendwie was mit Büchern nur so zu tun hatte. Man immer wieder lesen konnte, im Regal reinpacken konnte und was weiß ich. Irgendwie so was Ähnliches gab es auch. Und da konnte man auch locker zum Maximallevel kommen. Und ja, es ist Bethesda. Also muss es natürlich hier auch irgendwie einen Glitch geben, womit man schnell Erfahrungspunkte kriegt. Und ja, ich werde das jetzt nicht, weiß ich nicht, total abusen. Also bis zum. Wohl vielleicht eigentlich, um alles zu zeigen, ne? Aber mal gucken. Ich weiß ja nicht. Ich werde auf jeden Fall nicht bis. Sieht aus wie eine Riesentaube irgendwie. Und ja, wie gesagt, ich habe das bis Level 100 gemacht und wir werden jetzt ein paar. Ich habe 16. Ich habe 16 Skillpunkte, die ich verbraten kann jetzt. Die werden wir alle schön verballern. Oh. Wird erst mal machen, was wir uns locker leisten können. Ist erstmal jeden Wert auf Level 8 bringen. Da ist hier, brauche ich nur ein Beweglichkeit. Zack. Flinke Finger, Fähigkeit, du hast alle Waffen schneller nachladen. So, dann hier. Was ist das? Ausdauer, ne? Zack. Mal wieder, weil ich nicht 70 HP oder so dazu bekommen. So, und dann hier Stärke einmal. Ich bin mir nicht zu so schade, das zu benutzen, weil entweder. Nutzt den Trick und spare mir ein bisschen Zeit für zwischen den nächsten Part. Ich bin sowieso so gut wie am Ende in diesem Spiel. Und wahrscheinlich tue ich mich hier selber irgendwie voll zerstören, weil die Gegner hier leveln ja mit, glaube ich. Und das heißt, ich mache mir das Spiel wahrscheinlich sogar noch schwerer, als es eigentlich ist. Aber wie viel haben wir noch? 13. Oh, das ist eine geile Zahl. Egal, genau, ich kann mir abwerfen, ist noch stärker verbessert. Ja, damit. Ja, so wird das Leveln jetzt sehr, sehr gemütlich. Ich meine, ob ich jetzt offscreen 3 Level lang irgendwie durchs Ödland laufe und irgendwelche Leute erledige oder ob ich jetzt den Trick benutze, für mich ist das, macht das keinen Unterschied. Es ist jetzt nicht so, als ob die Gegner irgendwie so wie in BioWare spielen,
nur limitiert sind und so. Also ja, ist nicht so, als würde ich mir irgendwie was holen, weil ich ja keinen Zugriff drauf hätte. Und ja, spare ich auch ein bisschen Offscreen Zeit, und das ist mir am wichtigsten. Gut, was haben wir denn noch? Wir haben noch 12 Dinger, und ich werde jetzt mal ein paar Skills hier nehmen. Und zwar flinke Finger, Flammenkampf, keine Zeit, du kannst alle Waffen schneller nachladen. Bayoms. Nachladen VTS, das brauche ich nicht unbedingt. So, ich möchte das hier nur haben, Refaktor. Damit ich Energie, upsala, Resistenz bekommen. Davon holen wir uns aber alle. So, jetzt müssen wir fast unbesiegbar. Hey. Du hast merkt, du kannst beim Ziehen CM von deinen Atem länger anhalten. Ja, auf Kopf beim VTS. Okay. So, jetzt wird schwierig. Was nehmen wir? Da ist ja schwierig. Ich könnte mir bald alles leisten. Jetzt nur die Reihenfolge, die ich hier habe. So, wisst ihr was? Wir nehmen mal hier das Kannibale, heile Wunden mit Fleisch der Sterblichen. Ja. Und dann können wir nämlich Strong mitnehmen. Menschen gut, also und Leichen stellt jetzt eine erhebliche Menge an Gesundheit der Leichen steht Gesundheit wieder. Okay, ich kann nur bei Menschen machen. Ja, ich muss das Strong auch irgendwie aufs Maximum langsam bringen. Also müssen wir auch mal irgendwann machen. So, was nehmen wir denn noch? Well, zwischen 18 und 6:30 Uhr Gesundheit. Ich weiß nicht. Blutiger Tod. Die haben wir ja auch noch nicht voll. Kommen. Warte mal noch, wird sein Gegner oder vollständig wieder hergestellt werden. Wo das Action Boy. Das hier einfach so verballern, so als wäre das nichts. So, zwei habe ich noch. Das jetzt zwei, dann ist einer. Ja, dann außer können sie ich nicht verletzen. Ja, super. Schwer. Wodurch sich dein Körperteilschaden reduziert. Das ist auch nicht schlecht eigentlich. Und nehmen wir das hier. C-Fernrohr können ein Ziel zu Boden werfen. Nee. Also irgendwann, aber nicht jetzt. Schneller verfassen. Oh ja, das gibt es auch noch. So, wir sind jetzt ein bisschen unverwüstlich, und ich weiß jetzt nicht wieso bei TP mir ein einziger fehlt. Was soll das schon wieder? Oh Mann. So, wir sind jetzt um Längen stärker als vorher. Hab ich noch irgendwie Strahlung? Also ich verstehe jetzt nicht, warum mir ein AP fehlt. Ein einziger AP fehlt mir. Sind schon wieder so Sachen, die frustrieren mich. Ja, guck ich da an. Ja gut. Strong! Ich kann dich jetzt glücklich machen. Komm her. Aha. Wie viel kann ich jetzt tragen? 330, okay, ist jetzt 10 Punkte oder so dazu gekommen, ne? Dann speichern wir natürlich. Und so werden wir jetzt offscreen ein bisschen trainieren. Ich weiß nicht, ob ich für Nuka World auch noch ein paar Level oder so hochlevel, aber mal schauen. Der 100 ist eigentlich schon krass genug. Aber weiß er nie. Er weiß, vielleicht sind die Gegner jetzt alle mit hochgelevelt und machen mich jetzt alle mit einem Schlag fertig. Oh Gott. Aus Strong. Muss nur noch ein paar Leute töten, und dann kann ich den endlich hier den Skill abluchsen. Wenn ich wüsste, wo er ist. Also doch, ich sehe ihn noch schon 1 Kilometer. Kaum fängt er an zu reden, ne? Ja, okay. Leck, okay. Was hast du gerade gesagt? Ja, Dogbot geht nach Red Rocker Raststätte natürlich. Aber ich habe vergessen, eher noch Einrichtungen also was zu geben. Hier habe ich gar nichts gemacht. Haben wir noch gar nicht gesehen, Sanctuary, ne? In dem Spielstand. Gut. 15 Minuten haben wir schon verschwendet, aber sollte jetzt alles nur wegen dem XP Glitch hier gezeigt werden. Menschheit neu definiert. Weiß nicht, ob ich das alles mal kann.
Habe ich noch irgendwas? Was? Warum ist das Spiel? Warum ist das Spiel so am Längen auf einmal? So, da oben sieht es ein bisschen leer aus. Solemn. Was ist da? Also abgeschlossen. Da müssen wir hinten. Das Gebiet sah so ein bisschen leer aus. Deswegen gehen wir da als nächstes hin. Ja, ich bin froh, dass es so einen Glitch gibt. Wer jetzt auch schon andere Projekte wie zum Beispiel Kingdom Hearts oder Tales of Spiele hier gesehen hat, der weiß sowieso, dass ich am liebsten immer die Spiele auf Maximum Level und so abschließe und ich tue viel Zeit offscreen reinballern, nur um zu trainieren. Also meine Charaktere oder wie hier zum Beispiel. Aber es dauert hier halt ein bisschen länger. Deswegen bekommt mir gerade so recht, dass jetzt hier so ein Ding ist. Und da ist direkt irgendwas, was wir noch nicht gesehen haben. Und ich habe nichts ausgerüstet. Was? Wo sind meine Stimpacks? Jetzt kommt, ich habe meine Stimpacks vergessen mitzunehmen. So, das kommt dahin. Das kommt dahin. Und da dahin. So. Mein Erlöser schall gedämpft und so, ne? Daneben ist auch direkt wieder was. Sandikovs Sanatorium. Okay. Rein der. Übrigens, ich kann auch keine neuen Speicherstände mehr erstellen. Also ich kann speichern, aber ich kann keinen neuen Speicherstand erstellen. Ich habe zu viele. So wie es aussieht. Ich habe mir immer, weiß ich nicht, in so wichtigen Story-Momenten hier so, weil nicht so Backups gemacht, sag ich mal. Und ich muss mal kurz meine Notizen hier wegmachen. Hi, na? Warte mal. Schon wieder irgendwo, wo wir von Roboter grüßt werden. Ich melde mich an. Meine Familie hat den Papierkram schon erledigt. Na. Ja, okay. Dankeschön. Kann ich sogar mitnehmen. Oh. Ist nicht euers. So, hallo. Schlüssel erforderlich. Catherine's, Edwards, Randalls. Okay. Ist das ein Injektor? Habe ich auch noch nie benutzt. Müssen wir mal nachholen. Was? Ganz genau. Was haben wir denn hier noch alles? Ich sehe doch schon, die gehen gleich alle voll Möhre auf mich los. Ne, ich habe euch im Auge. Wir sind jetzt eigentlich 49, gut. Hallöchen. Okay. Ist das Radio schon wieder an? Oh. Hier haben wir die ganzen. Wir müssen die Schlüssel also alle finden. Nicht schlecht. Warte mal, ist das die auch ein Zimmer? Nee, da kam ich gerade her. Aha. Orientierung. Nein. Hier schon wieder ein anderes, ja. Fällige Bücher. Weiß ich nicht. Manchmal irgendwas so ein Ding gefunden, wo man, also ein Bücherrückgabe-Dingen, wo man ein Magazin irgendwie sogar freischalten konnte. Na, wo hast du deinen blöden Schlüssel? Muss hier irgendwo sein. Da, da. Ja. Weiß nicht, wie viele waren das? 4 oder 5, irgendwie sowas. Wir haben Gladys Schlüssel, ne? Ist ja hier sein, hinten die Treppe nach oben und links war das da, glaube ich. Hallo. Ja. Die hat jetzt voll die geilen Sachen.
Warum ich ob das sehr viel schwieriger gewesen wäre, wenn man sich nicht hier rein überredet hat. Warum kann ich den nicht untersuchen? Also irgendwas Einzigartiges hier. Das sieht hier voll nach so einem Veteranenzimmer aus. Genau wie mein Charakter. Also schon irgendwie, weiß ich nicht, eine einzigartige Waffe oder irgendwie so was gerechnet. Aber nee. Ist ja echt nichts. Also. So. Gibt's dann noch hier? Das ist mir irgendwie zu ruhig hier. Was passiert doch hier gleich noch, auch obwohl ich die überredet habe? Wenn ich vorstelle, dass das so einfach ist. Na, hier ist ein Künstler am Werk gewesen. Können wir irgendwie eine Leiche finden oder so, damit ich die fressen kann? Dann kann ich doch so anknabbern. Nee. So. Ausgezeichnet. Randalls Schlüssel. Da kommen wir mit Strong endlich auch mal. Was? Hallo. Jetzt schon wieder los. Hallo? Hey. Was wir so fordern, laufen die Sins jetzt überall durch die Gegend. Ja, Schatten haben Angst vor Strong. Das Strong hat einen Schatten. Irgendwie so hat. War Strong. Ich hab's vergessen. Dass du mich jedes Mal umbringen würdest, wenn du siehst, wie ich hier an so was angehe. Oh Gott. Er schmeißt einfach nur die Tische im Hintergrund um, wenn er sieht, wie ich an so einen Schlast angehe. Mann. Oh, ich hab's vergessen. Warte, was hat er jetzt gesperrt? Nein. Jetzt geht's wieder. Auch irgendwie voll idiotisch. Und permanent gesperrt werden, so wie in Fallout 3. Ah, na los, komm. Ja. Danke. Na, da bestimmt da hinten das Ding. Ne? Gut. 295. Party. Ist krank. Sicherheit aber, okay. Oh, ich glaube, das macht sie um so. Sensoranomalie entdeckt. Nicht gut, dass die alle freundlich gesinnt sind. Ich habe den Schlüssel nicht. Okay, Friend, haben wir noch nicht. Komme ich nicht auf. Die alle Medizin drin, haben die alle Medizin drin. Das Schloss lässt sich nicht knacken. Mortimer, Catherine Etels. Ja, hallo, was ist das denn? Ausgezeichnet. Mr. Schiosetz, Schirung wird. Hallo, Schwester. Nee, warte noch mal. Hello, Nurse. Ja, okay, ist auch in der Deutschen, ist das glaube ich so, ne? Animaniacs. Ja, das finde ich gut, dass hier wird wahrscheinlich voll auf mich losgegangen, ne? Sollen wir doch alle irgendwie Streit vermeiden, ne? Da gehen wir mal Erfahrungspunkte durch den Lappen. Haha, ich habe einen Trick gefunden, Erfahrungspunkte zu bekommen. Ich brauche das nicht mehr. Oh, hallo. War ich hier schon? Nö. Perfekt. Catherine, jetzt nur noch Mortimer und Etel. Weil ich jetzt nur wüsste, in welchem Raum ich schon war und wo nicht. Hier war ich schon drin. Entschuldigung. Sie müssen terminiert werden. Red. Wie eine Red Kakerlake oder irgendwie so gefunden, oder wie?
Ist das hier auch ein Raum? Hm. Auch irgendwo ein Schlüssel. Was ist das, so ein Freizeitraum? Möchte ich Schlüssel noch finden? Müssen wir irgendwas in diesem Part erreichen? Oh, hallo, was ist das denn hier? Da ist bestimmt noch irgendwo ein Schlüssel, ne? Da war ich ja schon. Ich glaube, ich war ja auch schon. Ja, natürlich im Terminal nach irgendwo die beiden Schlüssel sind, aber ich bezweifle, dass es sich sowieso lohnen wird. Deswegen lassen wir das. Im Fall des Falls gibt es ja noch Google. Wenn ich wissen wollte, muss ich einzigartige Sachen und also was finden. Was ich wahrscheinlich sogar machen werde. Wie viel haben wir? 26. Keine Ahnung. Gehen wir nochmal zum Terminal. Gucken, wo sich die anderen befinden. Und dann reicht das. So. Also nur noch Blutpaket und also was. Tell und Mortimer, ne? So, wo seid ihr? Nein, nicht das. Tell und ihrem Malpinsel, Mortimer in sein Lieblingsmodellschiff. Modellschiff und Pinsel. Oh, hi, ja? Nein, das ist nicht sein Lieblingsmodellschiff anscheinend. Okay. Dann soll ich ein bisschen mit dem seinem Lieblingssala? Ausgezeichnet. Das soll sein Lieblingsmodellschiff sein. Warum kann ich die Schiffe nicht mitnehmen? So, und ich glaube, da eine war 203. Malpinsel war da oben irgendwo. Glaube ich, weiß ich nicht. Bin ja auch zu gehen. Nirgendwo. Weil hier kein Knopf ist. Hey. Gut, schnell noch Malpinsel und so finden. Wow. Na also. Weiß ja nicht, weiß ich nicht. Nicht so, als würden die jedes Mal irgendwie, wenn die zum Beispiel malt hier, einen Schlüssel direkt darunter machen oder so. Exakt dahin packen und so. Aber okay. Und wo ist der Eingang? Ich werde hier schon wieder. Hey. Ah, meine Güte. Bin ich gut, dass er mich eigentlich angreift übrigens. Sehr zuvorkommt. So, wieder das Zeug. Nein, ich möchte nicht meine Patronen einlagern. Und damit. So, gut. Sind wir hier fertig. Haben wir jemand erlebt hier. Wo wir irgendwie gar nicht gekämpft haben und so. Ist noch nicht abgeschlossen, aber ist mir so von Schnuppe. Was ist hier noch? Hier waren wir noch gar nicht. Doch, hier waren wir schon. Wir haben ein Magazin gefunden. Solange sich nicht hier eine Wackelprobe befindet, glaube ich nicht, dass es hier mehr gibt. Deswegen sage ich allen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich gehe schon mal aus. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.